Ey, das war Kumpel Hoppel hier, ne? Ja. Pass auf hier. Mach keine Ahnung hier. Aber hast du pure Hehle? Ja, mal, den mach ich runter hier. Die Hehle ist die Hehle. Der Lehne Fischer. Das ist immer ein bisschen egal. Das ist auch aus den 80er, kennst du? Der Feuertanz. Ja. Der Feuertanz. Oh, 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 oh. Jetzt geht los. Performance! Performance! Schlangenoldtanz. Verbot von The Hawk Fireworks. Ja. Torspüre 9. Ja, hat's gestockt? Nee, die Lunte brennt noch. Gau-Power. Jetzt müsste Rampage kommen. Ja! Jawolla. Die Zerleger, ey, und die Ausbreitung. Schöner Verbund gewesen. Ja, hat der Hawk Fireworks fein gemacht. Bombenstimmung von Nico Europe oder Nico Feuerwerk, noch der alte Name. Ja, einmal Red Dahlia Bombenrohr, Strobe Brillo Bombenrohr und Silver Chrysanthemum Bombenrohr. Kriegt ihr auch im Norma seit diesem Jahr, also seit 2017. Und ja, schauen wir mal, was die Teile drauf haben. Live, ich habe es auch noch nicht gesehen. So, das erste ist Red Dahlia. Schöne Ausbeutung, schöne Blinker. Das nächste ist Strobe Willow. Oh, nicht schlecht. War ein bisschen dünner, nicht so krass der Zerleger, aber dafür selber Schweifaufstieg. Das nächste ist das Silver Chrysanthemum Bombenrohr. Und somit auch das letzte. Oh, schön mit Popping Flowers. Als kleine Nebenbeigabe Explosion Bombenrallies, also Roman Candles mit Zerlegersätze von Pyromax. Oh, die waren noch gut, die sind auf jeden Fall lauter und besser als die von Gau, die Hammer. Genau, ne? Also, die waren lecker. Ja. JF 32, Hey Fontäne von Jorge. Ja, so sieht das Teil aus. Drehen wir ein bisschen. Oh, ja. Und los. Was ist das? Hey Fontäne von Jorge. Hey? Mhm. Thank you.
Aus wie so eine kleine Würmer, ne? Ja. Schön den Stein so runter. Geil. Sind die schimmernd Schein, ne? Ja. War auch Neuheit 2017, ne? Ja, ist eine Neuheit. Ja. Kaufempfehlung. Ja, und locker die 7 Meter, Alter. Funke, Octoplus-Heuler. Mal gucken, wir machen erstmal einen so und dann versuchen wir die Dinger mal in die Luft zu schmeißen. Thema hatte ich ja mit Knalltrauma-Feuerwerk schon. Das wollten wir ja mal testen, aber erstmal machen wir einen Einzeltest. Geil, die Dinger, absolut geil. Ja. Wie sich das anhört, ey. Wer hat denn so einen Ton heute runter geht, weißt du? Oder als wenn die Husten haben, so, ja. Ne? Wenn er einen Sockenschuss hat. Schön hochwerfen. Was nun? Doch Angst gehabt? Ja. Da brauchst du keine Angst haben. Da passiert dir wirklich nichts. Ja, dann versuchen wir es nochmal. Na, das ist wie mit normalen Luftpfeiler. Ich hab gerade eingeschissen. Wirst sehen. Das spült doch nach hinten raus, da kann dir nichts passieren. Schön hochwerfen. Ist nicht wirklich drin. Ja, nicht wirklich. Da müssten sie ein bisschen mehr Schub haben. Ich meine, das wäre ja auch zu geil gewesen, ne? Volcano, Multicolor, ne? Von Gau. 200 Gramm. Ja, $9.50. Mal gucken. Recht raucharm, aber bis jetzt sehe ich noch kein Multicolor. Ah, jetzt kommt Multicolor, geil. Uiuiui. Oh, herrlich. Locker 5 Meter, 6 Meter, ungefähr 6 Meter Höhe. Oh. Leider aber wenig blau. Blutlust von Röder Feuerwerk. Auch von Hestia. Was? Blutwurst? Blutlust. Das sind auch Namen, ne? Ja. Das ist halt Heiko, der hat öfter mal ein bisschen Jauche. Ja. Ist ja egal, ob das Zeug taucht was, ne? Ja, soll ich wohl zu viel oder was? Das kann sein. Soll ich die noch fix machen oder willst du zuschneiden? Dann mach du. Uiuiui. Oh, die Ausbreitung ist fertig. Alter, was ist denn hier los? Ich will die Ausbreitung an, der kriegt gar nicht auf.